Hallo Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Movie Review und zu einer neuen filmischen Offenbarung, wenn es um Sequels zu sehr erfolgreichen Genreproduktionen geht. 6 Jahre ist es nun her, dass Christoph Gans uns mit Silent Hill bewiesen hat, dass man ein Videospiel, ein überaus erfolgreiches Game, doch auf Celluloid bannen kann. Und daher waren die Erwartungen doch sehr hoch, wenn es um den Nachfolger geht, den Michael J. Bassett inszeniert hat. Für mich einer der besten britischen Genre-Regisseure der letzten 10 Jahre, der zuvor mit 3 anderen sehr starken Genrefilmen gezeigt hat, was er drauf hat, dass er ein Gespür für Atmosphäre, für Setting hat und auch für Figuren. Und naja, Roger Avery sollte eigentlich das Sequel inszenieren und auch das Drehbuch schreiben, allerdings ist er eher durch einen unglücklichen Zufall erstmal aus dem Verkehr gezogen worden. Und somit hat Bassett auch das Drehbuch geschrieben und Samuel Hadida hat natürlich wieder produziert, der auch mit Bassett an Solomon Kane zusammengearbeitet hat, einen wirklich sehr gut gemachten Dark Fantasy Streifen, der allerdings ein kapitaler Flop war. Und man hat sich dafür entschieden, den Film von der Grundstory her zu entschlacken, geradliniger zu gestalten, weil man davon ausging, dass die Zuschauer vom ersten Teil sehr überfordert waren. Viele waren mit dem Ende sehr unzufrieden, was ich irgendwo gar nicht nachvollziehen kann. Es hat gepasst, es war sehr stimmig und nach dem Erfolg war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann ein Sequel erscheint. Und in gut 6 Jahren sind die Erwartungen geradezu ins Astronomische angestiegen. Und bevor man sich diesen Film ansieht, sollte man seine Erwartungen lieber gen Boden schrauben, wirklich ganz nach unten schrauben, sonst könnte man extremst enttäuscht werden. Denn dieser Film hat 2 Probleme und das ist zu einem die Story und auf der anderen Seite die Charaktere. Der Film benutzt lose Elemente aus dem ersten, aber auch aus dem dritten Spiel. Es geht hier diesmal um Heather Mason, die ja kurz nach dem 18. Geburtstag ihren Vater Harry sucht. Dieser ist nämlich dann plötzlich verschwunden. Er war jahrelang mit ihr auf der Flucht, ist immer wieder umgezogen vor irgendwelchen mysteriösen Mächten. Sie selber kann sich großartig an ihre Kindheit, aber auch an ihre Mutter nicht wirklich erinnern. Und sie bekommt dann natürlich den Tipp, dass ihr Vater nach Silent Hill gebracht worden ist, zumal sie auch zuvor vor ihrem Geburtstag von Albträumen geplagt worden ist, von einem Jahrmarkt, von allerlei grotesken Gestalten. Und naja, sie begibt sich nicht dort alleine hin, denn ein Mitschüler namens Winston Carter bietet sich an, ihr zu helfen. Und warum sollte sie das nicht annehmen? Ja, im dritten Spiel war es eher so gewesen, dass Heather Mason nach Silent Hill gegangen ist, um herauszufinden, warum ihr Vater Harry ermordet worden ist. Hier ist es nun ganz anders. Es ist eigentlich fast eine 1:1, eine ganz vage Wiederholung der Story des ersten Teils, zumal der Film hier mit 91 Minuten noch recht knapp ausgefallen ist. Und das Problem, das geht zulasten der Story, aber auch der Charakterentwicklung. Denn die einzige Figur, die hier einen emotionalen Grundkern, aber auch eine Charaktervertiefung überhaupt erlebt, ist die Hauptfigur Heather Mason, die wirklich sehr bravourös dargestellt wird von Adelaide Clemens. Da haben sie wirklich sehr gut gecastet. Auch vom Aussehen her entspricht sie doch sehr ihrem digitalen Konterfei aus dem dritten Teil der Spielereihe. Und alle anderen Figuren sind doch eher unterpräsentiös. Sie sind recht unterfordert und sie sind mehr Stichwortgeber. Sie haben fast teilweise nur eine Szene und dann hakt der Film sie auch ab, denn er wird in der zweiten Hälfte doch sehr hektisch. Also, auch wenn es hier ein Wiedersehen gibt mit Sean Bean, diesmal als Harry Mason, dann Deborah Kara Unger wieder als Dahlia Gillespie oder Radha Mitchell als Rose da Silva, sie alle haben großartig in dem Film nicht viel zu tun, ein bisschen Kauderwelsch von sich geben, da kommt die Erlösung, das Böse, eine Prophezeiung und dann sind sie plötzlich aus dem Film raus. Das gilt auch für viele neue Figuren. Als erstes der Sidekick und auch spätere leicht angedeutete Love Interest von Heather, Vincent Carter, gespielt von Kit Harington, den die meisten sicherlich als Jon Schnee aus Game of Thrones kennen werden. Diese Figur ist komplett verschenkt. Sie hat großartig kein Potenzial, zumal sie dann auch im Laufe der Handlung verschwindet, was der größte Fauxpas ist, den man sich überhaupt leisten konnte. Im ersten Teil hatten wir ja diese Polizistin gehabt, die der Hauptfigur damals Rose da Silva gefolgt ist, was auch sehr interessant war, da eine gewisse Grundchemie zwischen den beiden Figuren entstanden ist. Aber hier ist
funktioniert es eigentlich so gut wie gar nicht. Zumal dieser Vincent von Harrington sehr blass gespielt wird. Das gleiche gilt auch für die neue Sektenkultanführerin Claudia Wolf, gespielt von der Matrix Darstellerin. Wir kennen sie alle als Trinity, Carrie Ann Moss, die noch blasser spielt, als dass sie überhaupt blass geschminkt ist. Und sie hat auch nicht wirklich viel Screentime und sie ist auch nicht wirklich so furchteinflößend, wie es einst Alice Critch als Christabella im ersten Teil war. Das ist ein Vergleich, den ich hier unweigerlich andauernd anstellen müsste. Da wurde genauso Potenzial verschenkt. Und Malcolm McDowell, ja, war vielleicht mal so da, um seinen monatlichen Gehaltscheck abzuholen. Hallo, gib mir mal die Kohle her. So, um kurz einen sehr prägnanten Auftritt als blinder Leonard hinzulegen, der aber im Endeffekt irgendwann nicht mehr im Kopf bleibt. Und das gilt auch für die ganzen anderen kleineren Nebenfiguren, ob nun Peter Outerbridge, den man aus Saw 6 kennt, hier kurz vorbeischaut, oder Martin Donovan, der auch eher ein Charakterdarsteller ist. Sie allesamt haben nicht wirklich viel zu tun. Das Wort unterfordert kann man hier wirklich so gut jeder andere Nebenfigur anbringen, und das ist wirklich sehr schade. Und die Story ist irgendwann eigentlich total egal. Sie ist irgendwann Pille-Palle und recht vorhersehbar, das Ganze, was jetzt nur mit ihrer Vergangenheit zu tun hat und mit ihrer Kindheit und bla bla bla. Das kann man sich wirklich in einer Hand zusammenreimen, und das ist schade. Und daher enttäuscht der Film vor allem inhaltlich, aber auch von den vielen Figuren doch sehr stark. Und man kann auch wirklich nicht großartig mitfiebern, außer mit halt der von Adelaide Clemens dargestellten Heather Mason. Zumal der Film in der Dramaturgie doch sehr schlicht ausgefallen ist. Also sehr redundant, sehr reduziert, wie halt klassische Videospieldramaturgie. Unsere Hauptfigur levelt sich immer mehr auf, also kämpft sich von Level zu Level. Dann gibt es noch sogenannten MacGuffin, so ein Artefakt, was sie suchen muss, um letztendlich es dem bösen Oberschorken hier, Claudia Wolf, den Garaus zu machen. Und handwerklich ist der Film, obwohl das Budget die Hälfte dessen vom ersten Teil war, wirklich sehr gut ausgefallen. Bassett weiß, wie er mit wenig Budget viel auf die Leinwand zaubert, und die Sets sind genauso wirklich verrostet, zerstört, abgenutzt. Dieser industrielle Look einer modernen Hölle wird hier wirklich gut rübergebracht. Genauso, wenn diese Momente kommen, wenn das Böse kommt und ja, alles verliert seine Farbe, es blättert alles ab. Dann diese Sirenen, das ist wirklich schön, genauso wie das verstörende Sounddesign, was wirklich durch Mark und Bein geht, was wirklich genauso wie im ersten Teil gut in den Film mit eingefügt worden ist und was natürlich auch die Atmosphäre um einiges verstärkt. Und dem Film mangelt es ja nicht an Spannung, und es mangelt ihn auch nicht an wirklich sehr grotesken, absurden und teilweise auch bizarr abscheulichen Schreckgeschalten. The Pyramid Head oder Red Pyramid ist hier natürlich auch wieder mit von der Partie. In den ersten 3 Minuten darf er erstmal auf dem Jahrmarkt hier ein Karussell ankurbeln. Eine wirklich wahnsinnig intensive Szene, wenn er noch das Feuer auflodert. Und es gibt dann noch andere wirklich gut gemachte neue Kreaturen. Vor allem in der Mitte des Films gibt es ein Wesen, was doch recht model-like daherkommt und sehr verstörend. Und diese Momente sind wie im ersten Teil sehr prägnant. Sie bleiben irgendwo hängen. Also sie sind wirklich vom Visuellen her, Maxime Alexandre war diesmal für die Kamera zuständig, der mit Alexandre Aja sehr viel zusammengearbeitet hat, aber auch andere Genrefilme veredelt hat. Und diese Bilder brennen sich teilweise ins Gedächtnis ein, weil sie sind sehr gruselig, sie sind sehr schauerlich, sie haben einen gewissen Terrorfaktor in sich, und das Ganze gipfelt dann immer wieder in einigen Splatter- und Gore-Einlagen, die der Film sicherlich nicht gebraucht hätte. Einige werden sich darum stören, genauso wie beim ersten Teil, wo sie gesagt haben, warum ist das ab 16? Guckt euch das Ende an, das ist sehr Hellraiser-like. Und naja, ich meine mal, das 3D nutzt natürlich diese Effekte, teilweise recht gimmickhaft, wenn einem abgetrennte Finger und andere Körperteile durch die Gegend fliegen. Das Problem ist halt, dass hier Pyramid Head zur Abrissbirne degradiert wird und zum Ende hin es sogar ein Monster-Mashing hoch 10 gibt, was viele recht trashig finden werden oder seltsam anmutend dazu noch. Wobei dieser Moment dann auch wieder so ein Hellraiser-Moment drin hat, was das Creature-Design angeht.
und ich mir doch dann ganz kurz an den Kopf gefasst habe, was das jetzt sollte, warum jetzt dies so sein sollte. Ja, den größten Wiedererkennungswert, und das ist das Problem, hat dieser Film eigentlich nur durch die Kreaturen, durch das Setting und auch durch den wirklich grandios komponierten Soundtrack von Jeff Danner und Akira Yamaoko wieder. Yamaoko hat ja damals ganz mit in die Produktion reingeholt, der selber schon für die Soundtracks unter anderem und auch für viele Songs der Spiele verantwortlich war, und das überträgt sich. Der Soundtrack ist einfach nur bombastisch, an vielen Stellen sehr subtil. Er verbindet sich mit dem verstörenden Sounddesign zu einem sehr homogenen Ganzen, was mir sehr gut gefallen hat. Und das kann letztendlich über gewisse Mängel, vor allem was die Story und den späteren Verlauf, das Ende werden die meisten sicherlich auch wieder sehr unbefriedigend finden, da es in gewisser Weise wieder so eine kleine Tür offen lässt für ein Sequel. Ob das nun so sein wird, wird sich erst herausstellen, weil die bisherigen Einspielergebnisse sind eher ernüchternd, genauso wie die Kritiken. Aber letztendlich ist unterm Strich Silent Hill 3D Revelation ein Film, der vor allem handwerklichen wirklich top ist, top umgesetzt. Nur das Problem ist halt, der Rest irgendwie wird fast komplett vernachlässigt. Wenn Adelaide Clemens als Heather Mason nicht wäre, dann wäre der Film emotional total verarmt und man hätte gar kein Interesse mehr daran, was eigentlich mit den ganzen Figuren passiert, da die anderen Darsteller schlichtweg unterfordert sind. Aber der Film ist sehr kurzweilig, man müsste sagen, mit 91 Minuten vielleicht zu kurz ausgefallen. Daher gibt es auch großartig keine Charakter- oder Storyvertiefung an sich. Und das Ganze bleibt eher sehr oberflächlich insgesamt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Man hat auch nicht damit gerechnet, dass das Sequel jetzt den Vorgänger toppt. Das passiert nur in wenigsten Fällen. Und es ist vor allem noch ein wirklich solider, unterhaltsamer Film, der gute 6,5 von 10 Punkten bekommt. Mehr allerdings nicht. Daher, wer sich diesen Film angucken will im Kino, das 3D ist okay, hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Der sollte seine Erwartungen lieber nach ganz unten schrauben. Es ist ein Film, der ganz okay ist, aber der an den Vorgänger bei weitem nicht heranreicht. Ja, das war's auch mit der neuen Movie Review, diesmal zu Silent Hill 3D Revelation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris. Father. The darkness is coming. It's safer to be inside. Run. It's a key. What does it unlock? The true nature of things. You were chosen to destroy the demon. Here.